ziemlich begrenzen. Ich sehe auch, die zwei Afrika-Themen sind auch ein bisschen wieder so ausgewählt, muss man auch dazu sagen, vielleicht auch manchmal leider, sind Konfliktthemen. Das gehört zum afrikanischen Kontinent, aber sicher könnten wir auch oder hätten wir auch über positive Entwicklungen in Afrika sprechen können. Aber natürlich sind die Bilder, die wir gesehen haben, wie Sie alle gesehen haben, schockierend gewesen. Die südafrikanische Gesellschaft steht weiter unter dem Schock. Die fragt sich genau oder die stellt sich diese Frage, wie konnte das wieder passieren? Also die Bilder kennen wir, die kennen Sie aus der Apartheid-Zeit. Ich will diese Frage beleuchten, also wie konnte das passieren? Und da stellen sich im Grunde zwei Fragen. Das einerseits, was sich die Gesellschaft fragt in Südafrika, Sie sicher hier auch, inwieweit konnte dieser Vorfall, wo 34 streikende Bergarbeiter ums Leben gekommen sind, wie konnte das passieren? Das heißt, die Frage nach der Verantwortung, der lokalen Verantwortung, der Polizei. Im Kontext muss man natürlich sagen, geht es in diesen nun 6 Wochen anhaltenden Streik, der gestern beendet worden ist, mit einer Lohnsteigerung von 22%, in dieser Mine, eine der bedeutendsten Platinminen, die größte Platinmine weltweit. Man muss dazu sagen, Südafrika produziert 80% des Platins weltweit. Es ist also eine auch für die weltweite Produktion wichtige Entwicklung. Man muss sich da die Frage stellen, wie konnte es dazu kommen, also vor Ort, die Polizei ist da gefragt. Andererseits will ich Ihnen aber auch natürlich anreißen, man kann es nur anreißen, weil es noch natürlich, wenn man das, die Situation lesen will, noch unklar ist, was liegt dahinter, wie konnte es zu diesen Bildern kommen und was folgt daraus. Ich beginne aber erstmal mit einem Film, den Sie teilweise vielleicht schon einige dieser Bilder gesehen haben. Da geht es zentral nochmal um die Frage, was ist da genau passiert, als da diese 34 Bergleute gestorben sind. Insgesamt sind 45 Menschen in diesem Konflikt gestorben. Neben diesen Bergleuten, die Sie teilweise auch in diesen Bildern jetzt sehen werden, sind auch weitere Polizisten, Sicherheitskräfte und eben auch Gewerkschafter gestorben. Darauf komme ich in meinem zweiten Teil zurück, wenn ich die Frage beleuchte, was liegt da dahinter? Weil ganz zentral natürlich angesprochen ist die Situation der Gewerkschaften in Südafrika. Es handelte sich um einen wilden Streik. Die zentrale Bergarbeitergewerkschaft NUM war außen vor gelassen von dem Streik. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück nach den Bildern, die wir jetzt sehen, über das Massaker selbst. Ich habe Ihnen die Bilder mitgebracht, diesen kleinen Film mitgebracht, um nochmal darüber zu sprechen, dass sich natürlich die südafrikanische Gesellschaft die Frage stellt, hat die Regierung, hat die Polizei das Richtige getan? Das ist die erste Frage, die gestellt wurde. Und Jacob Zuma, der südafrikanische Präsident, hat sofort eine Kommission einberufen, die diesen Vorfall untersuchen will. Die Sache ist die, dass man, soweit man bisher das Material sich angeguckt hat von verschiedenen Blickwinkeln und einer auch unserer Projektpartner von der Universität Johannesburg hat auch dazu eine Studie versucht, Sie haben hier nur einen Teil des Massakers gesehen, es gab noch einen zweiten Bereich, wo dann, und das ist der große Vorwurf an die Polizei, streikende Bergleute aus naher Distanz erschossen wurden. Man erklärt sich das insoweit, oder das Massaker insoweit, als es zu einer Überreaktion von Polizeikräften kam, die ganz offensichtlich der Lage nicht gewachsen waren. Auch deshalb, weil, und das ist die eigentliche Verantwortung der südafrikanischen Regierung, die aber die südafrikanische Regierung bisher nicht nachgekommen ist, also es gibt keinen Rücktritt des Polizeiministers, dass Polizeikräfte dahin geschickt worden sind, die eigentlich ausgebildet wurden im Kampf gegen organisiertes Verbrechen, gegen Banden, gegen hochbewaffnete Gruppen. Und das ist sicher in dem Zusammenhang nicht notwendig gewesen, auch wenn, wie Sie ja hier gesehen haben, und das ist nichts Besonderes,
für südafrikanische Arbeitskämpfe, Arbeitskämpfe auch mit dem Mittel der Gewalt geführt werden. Das heißt, auch Drohungen finden statt, teilweise ist man auch bewaffnet. Das ist Teil, was wir auch in Südafrika beschreiben, als eine Kultur von Gewalt, die da ist, die auch im, nun thematisiert wird als Ergebnis von dem auf beiden Seiten, das heißt also sowohl auf Polizeiseite als auch natürlich auf Arbeitnehmerseite, müssen wir, können wir und wie können wir diese Kultur der Gewalt überwinden. Sie wissen alle, dass die Gewalt in Südafrika eine lange Geschichte hat und das ist eben das Erstaunliche und auch das Schockierende für die südafrikanische Gesellschaft, dass diese Bilder sich kaum unterscheiden von Bildern, die Sie aus den 80ern, 70ern oder auch den 90er Jahren kennen. Jetzt will ich einen kleinen Schwenk machen von dem, weil wir wissen noch nicht alles, was hier passiert ist, was genau passiert ist und auch wir wissen noch nicht genau die Verantwortlichkeiten. Darüber wird dann sicher, oder wir hoffen es in Südafrika sicher, die Kommission Auskunft geben. Und dann hoffen wir natürlich auch, und das ist auch nicht immer so klar, dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Ich will jetzt nur einen Schwenk machen hin zu, was lernen wir aus, jenseits von, dass Gewalt in diesen Auseinandersetzungen hochproblematisch ist. Was lernen wir aus Marikana, aus diesem nun natürlich zu Ende gegangenen Streik, den sechswöchigen Streik, der aber in anderen Minen fortgesetzt wird und der was ganz Neues zeigt. Teilweise ganz was Neues zeigt, weil wir hatten Anfang des Jahres schon einen wilden Streik in der Platinmine. Das Neue an dem Streik ist, dass er von unten wächst. Das heißt, die organisierte Arbeitnehmerschaft, die Gewerkschaften, die sehr stark in Südafrika sind, COSATU als der größte Dachgewerkschaftsverbund hat 2,2 Millionen Mitglieder, ist eng mit der Regierung aus ANC und kommunistischer Partei verbunden, ist auch einer unserer Projektpartner, hat offenbar zu weiten Teilen oder zu größeren Teilen seiner Arbeitnehmerschaft den Draht verloren. Das heißt, die Streiks vor Ort haben stattgefunden, indem man gleichzeitig die Gewerkschafter vor Ort, die stark organisiert sind, zum Teufel geschickt hat. Man hat ganz klar den Gewerkschaftern in den Minen der NUM, Bergarbeitergewerkschaft, gesagt, ihr vertretet uns nicht. Ihr seid um andere Sachen, ihr kümmert euch um andere Sachen, ihr kümmert euch um euer eigenes Wohl, ihr kümmert euch aber gar nicht mehr um uns. Es ging im Prinzip um die Forderung einer Lohnerhöhung von 400 Euro auf ungefähr 1200 Euro umzusetzen. Damit muss man immer auch dazu sagen, 400 Euro Monatslohn ist in Südafrika schon über dem Durchschnitt. Das heißt, Bergarbeiter sind, das hört sich jetzt komisch an für uns hier, schon relativ gut bezahlt. Aber das ist auch ein zweiter Teil, der jetzt auch wieder hochkocht und den die ganze südafrikanische Gesellschaft auch wieder zu erfassen beginnt. Wie viel Transformation hat überhaupt in den letzten 18 Jahren stattgefunden? Und das ist, glaube ich, was, und diese Diskussion wird länger anhalten als die Diskussion über die Verantwortlichkeit für das Massaker selbst. Was wurde erreicht in den letzten Jahren? Und was wurde nicht erreicht? Weil, wenn Sie sich die Situation der Bergarbeiter angucken, geht es nicht nur um deren Lohnforderungen. Es geht auch um... Soll ich das Mikro wechseln? Wir wechseln es mal. Vielleicht hilft es. Es geht auch um die Lebensbedingungen vor Ort. Das heißt, vielfach ist es so, dass die Bergbauunternehmen sich verpflichten, für angemessene Unterkunft zu sorgen, das heißt also Wohnungen bereitzustellen, Wasser in den Wohnungen bereitzustellen, Elektrizität bereitzustellen. Und das ist auf weiten Strecken in diesen Minen überhaupt nicht der Fall. Die Leute leben in ganz schlechten Verhältnissen. Und interessanterweise, das ist ein anderer Projektpartner von uns, wenn man nur ein paar Kilometer weiter zum zweitgrößten Platinproduzenten der Welt geht, Simbabwe, dann sind in der Umgebung dieser Platinminen, werden von den gleichen Unternehmen betrieben, die Arbeitsbedingungen deutlich besser. Das heißt also, der Staat und auch die Gewerkschaften müssen sich fragen lassen,
was wurde in diesen 18 Jahren versäumt? Wo war der ANC, wo war die Kommunistische Partei, wo waren auch die Gewerkschaften in diesen 18 Jahren, was haben sie da versäumt? Diese Frage wird gestellt vor Ort von den Arbeitnehmern in den Bergbaugewerkschaften auf diese Art und Weise, dass sie sich heute selbst organisieren. Die Reaktion der Regierung, die Reaktion auch von ANC und dem mit ihr verbündeten Kommunistischen Partei, auch einer unserer Projektpartner, ist eine, ich würde es mal beschreiben, weitgehend hilflose. Man stimmt zu, auch mit dem Generalsekretär von COSATU, dass man auf weiten Strecken die Verbindung verloren hat zu vielen Arbeitnehmern, ganz offensichtlich. Sagt natürlich und versucht zu sagen, wir werden uns läutern, wir werden das besser machen. Aber das Problem ist natürlich das, dass die Gewerkschaften vor Ort gesehen werden als Systeme mittlerweile der Bereicherung in den eigenen Taschen. Es wird also oft mehr davon gesprochen, wie man selber fortkommt, aber wie persönlich sein Fortkommen gestaltet, aber weniger, wie man vor Ort die Arbeits- und Lebensbedingungen verändert. Das heißt also, die südafrikanische Gesellschaft und insbesondere natürlich der ANC, dem da eine zentrale Rolle zukommt, muss in sich gehen, muss den Dialog neu suchen mit den Teilen der Gesellschaft, die ganz offenbar sich enttäuscht abwenden und zu Eigenmaßnahmen greifen. Das Problem ist natürlich das, niemand ein Interesse daran haben kann, auch die Arbeitnehmer selbst nicht, die in wilde Streiks gehen, eigentlich, dass sozusagen sich die Gewerkschaftslandschaft aufsplittert. Für uns als Büro in Johannesburg stellt sich natürlich die Frage, was können wir da tun? Ja, wir arbeiten mit den Gewerkschaften zusammen, wir versuchen über unsere verschiedenen Projekte mit den Gewerkschaften diese Problematik zu bearbeiten. Das heißt also unter anderem zu bearbeiten, dass man vor Ort sich auch sehr stark um die Belange der Leute weiter kümmert. Das ist aber ein ganz schwieriger Prozess, der sehr lange noch anhalten wird. Aber ich glaube, und das ist vielleicht das Entscheidende, das ist vielleicht das Positive, was man aus dieser Situation Marikana mitnehmen kann, ist, dass es wirklich die Gesellschaft wieder auffordert, ein bisschen aus diesem Schlaf aufzuwachen, dass irgendwie alles gut funktioniert, dass man den Wandel relativ gut hinbekommen hat, dass man eine sehr gute Fußball-Weltmeisterschaft 2010 hatte, aber dass einem doch jetzt wieder klar geworden ist, dass die Zeiten schwieriger sind, dass die vor einem liegende Strecke große Herausforderungen birgt und dass man die angehen muss, dass man die aktiv angehen muss. Sie sehen auch so eine klare Strategie, um über Lösungssätze zu sprechen, habe ich auch nicht. Ich denke, was ganz wichtig ist, um nochmal auf den ersten Teil zurückzukommen, ist Verantwortlichkeit. Also ist nicht immer ganz klar in Südafrika, dass man zur Verantwortlichkeit stehen muss, dass man sich da nicht verstecken darf hinter irgendeinem Kollektiv oder hinter der Polizei, die da gerade, oder die Polizeikräfte vor Ort, die aus dem Ruder gelaufen sind, die ganz offensichtlich Panik bekommen haben. Ich würde nicht so weit gehen, wie manchmal auch spekuliert wurde, dass hier irgendjemand gesagt hat, man muss jetzt den Arbeitnehmern eine Lektion erteilen, das ist so strategisch wichtig, die Platinmine, dass wir hier dazwischen fahren müssen, weil die Regierung hat sicherlich aus dieser Situation keinen Gewinn gezogen. Der Einzige, der da mehr oder weniger einen großen Gewinn daraus gezogen hat, ist der ANC-Jugendführer Julius Malema, der von Jacob Zuma unlängst aus dem ANC, aus der Jugendliga herausgedrängt worden ist. Er hat ein Programm, er stößt in eine Wunde, wenn er sagt, Economic Freedom in our lifetime, und die Mandela-Generation hat nur die Hälfte des Weges erreicht. Da ist sicherlich viel dran, das zeigt Marikana, das zeigen diese großen sozialen Probleme im Land, aber er ist auch nicht die Lösung des Problems, er ist eher ein Teil des Problems, indem er zu den Streikenden fährt und ihnen einfache Lösungen des Problems suggeriert. Diese einfachen Lösungen gibt es sicher nicht.
Man kann nur davor warnen, dass sozusagen ja, dieser Populismus an Zustimmung erfährt. Was, und das glaube ich, hat schon auch die ANC, die Regierungsführung, begriffen, dass man so nicht weitermachen kann, dass man einen neuen Anlauf nehmen muss zu einer zweiten Transformation, die dann auch die Breite der Gesellschaft erreicht und neben der Freiheit auch die sozialen Gewinne für fast alle oder möglichst alle Südafrikaner erreicht werden in nicht allzu ferner Zeit. Ich bedanke mich. Ich denke, es sind viele Fragen noch sicher offen. Ich wollte mich nur auf die zwei Bereiche beschränken. Man kann sich auch nur auf die zwei Bereiche beschränken, was daraus passieren wird, die Verantwortlichkeit und andererseits gibt es einen echten Stimulus aus Marikana heraus, um anders zu handeln, um andere Gewerkschaften zu haben, um eine andere Regierung zu haben, die das Land dringend braucht. Ich bedanke mich.